Ich habe mich entschieden, heute in der Bayerischen Vertretung in Berlin dieses Thema Wasserstoff als Energieträger der Zukunft zu setzen, weil ich der Überzeugung bin, dieses Thema braucht mehr Schub. Und dieses Thema Wasserstoff ist wirklich der Schlüssel zur Lösung unserer energiepolitischen Probleme von heute und morgen. Deshalb hier heute dieses Thema. In Bayern ist schon sehr viel in Richtung Wasserstoffforschung getan worden. Wir geben hier auch sehr viel Geld aus in Erlangen, im Helmholtz-Institut und dergleichen mehr. Jetzt müssen wir mehr in die Breite gehen. Wir brauchen dringend noch mehr Wasserstofftankstellen, derzeit erst 14 Stück in Bayern, 70 Stück in Deutschland. Das ist uns zu wenig. Ich will auch die Fahrzeughersteller von Lkw bis Pkw noch motivieren, schneller in die Märkte zu gehen. Und es ist auch wichtig, dass wir Richtung Bundespolitik Akzente setzen, dass wir steuerlich die Rahmenbedingungen verbessern, um Wasserstoff noch mehr ins Spiel zu bringen.